Gut, ich wünsche viel Spaß, einen angenehmen Aufenthalt. Haben Sie Ja, danke, durchsucht, Mann. Herr Erst kommt er Smaul? es richtig macht. Nicht schlecht. Ja, er hat mich durchsucht. Ich habe ihn durchsucht. Sein Baseballschläger steht oben neben der Pflanze. Das ist schön. So, wir fahren wieder auf Streife. Zwei Leute bleiben bitte hier und passen auf. Da, Herr Nipsen, viel Spaß. Na du? Und Herr Shepard. Ja, das Wie erstmal, war dass sie nicht zum so hören Feiern? So sah das aus. Ja. Ja, nee, aber Wie zwei war die Leute erste passen Nacht? hier bitte auf. Ja, Ja. ist so richtig. Nervig. Sind zwei da dann immer noch. Nervig. Perfekt. Der nebendran ist auch ganz lustig. Der Dennis, Mann. Yo, Dennis? Jetzt bin ich hier der Aufpasser, Ja, oder was ist was? denn? Ja, der wollte sich doch vorstellen, ja. so. Ah, ja, Ja, hallo, ich scheiß bin Ernst, Dennis oder was? Pfützenreiter. Ja, gerade, also, Hi. vielleicht hat gerade gesagt, Nachfreund von deiner Freundin. Wir Ja, wir waren vorhin in einer Zelle, Mann. Ja, warum passt er nicht Ungetrennt. mal auf? Das ist nicht mein Fall hier, ne? Wir haben unseren Freundschaft mit Spucke Dito ist auch nicht besiegelt. mein Ja, Fall. ging nicht Also, anders. Wir er wollten schon hier, eigentlich alleine aber. sein, aber. Sonst wären sie mit einer Kettensäge gekommen. Ei, Sind jetzt ei, ei. Kreisfreunde. Und er hat einen Seifenspender hier drinnen Ja, gut, wir gelassen. nehmen ja so lange da. 15 Uhr. Will jemand hier Damit du machen? jemanden zum Reden machst. Ja, ja, kann weil er ist bald der Meier raus. machen, Ich wenn er nicht. Kann ich okay, aber auch nicht. Nehmen, Aber dir dauert das noch ein bisschen, ne? Ja, aber dann Ein nehmen Sie bisschen, die Herr Mann? Meier schon mal. Ja. Ist heute Bin Abend, länger. Ey. Dann können Sie die ja weiter erreichen. Ja, Anderes. ich keine Ahnung. Ja, vielleicht komme ich früher raus, Genau. aber. Ja, wenn du nett bist. Ja, easy Oh, das habe ich, glaube ich, vorhin verkackt, Mann. Ja. Ich habe auch gerade noch Witze über den Kurz gemacht. Jo, ist der wieder oben? Ja, der war oben. Oh. Aber du musst da weg. Wo weg? Keine Ahnung, ist weggefahren. Der war der beste Mann. Ja. Hat noch ein paar Herr Kurzwitze Nipsen? gemacht, ne? Ja. Da musste selbst der eine da lachen. Wie heißt der? Offsmaul oder so? Der musste gerade auch extrem schmunzeln. Wegen was? Ja, wegen meinen Witzen über den Kurz. Ja, der arbeitet ja im Unicorn. Was? Ja, als Hausmeister mit den Klamotten. Also er hat gesagt, mit solchen Klamotten, die er anhat, arbeitet man eigentlich als Hausmeister so in so einem Unicorn. Und Okay. von daher arbeitet er mich für mich jetzt nebenbei noch beim Unicorn. Und ich ärgere ihn mit allem. Ja, das Aber ich klingt muss ein doch bisschen gut. netter sein, so vielleicht lässt er mich früher raus. Ja. Er hat mir immer einen Brownie gebracht. Und Das einen ist natürlich Kaffee. schon mal. Das ist natürlich nett. Ja. Dann jetzt oben eine Gefällt halbe mich, ja. Stunde und hab gewartet, dass Gut, ich dass zu man dir kann. erledigt ist. Shepard? Ja. Ich Weil gehe erst nach dieses oben Jahr fertig, mach wird die Akten noch verweigert. fertig, damit das erledigt Weil ist. ich gestern wohl etwas frecher war. Aber kann mich daran gar nicht erinnern. Shepard, schlafen Sie War im doch nur Dienst? direkt. Und der eine Kopf hat es wenigstens richtig gemacht. Da Er haben wir lässt uns mal gerade ein bisschen durchsucht. alleine reden. Ja, Gestern das wurdest du nicht stimmt. durchsucht, oder? Doch, wurde ich auch. Und die haben nichts gefunden, so? Nö. Krass. Ich hab nur meinen Baseballschläger zur Seite gestellt, ne? Ja. Hopp. Ja? Hast du die angesprochen wegen der Matratze? Alter, nee, Mann. Was mit der Matratze? Ekelig. Ja, weil da so tausend Viecher rumrennen. Oh shit. Aber ich habe sowieso hier auf dem Boden geschlafen. Na, dann bist du Fußbodenheizung haben die Assis wahrscheinlich ein auch bisschen nicht. Rückenschmerzen und so. Ja. Wenn ich heute Abend raus bin, ey. Alter, der eine meinte, ich bin die Erste, die die Höchststrafe bekommen hat, Mann. Ja. Wegen diesem verdammten Richter, ohne Scheiß. Weißt du, ob Wollen wir da Krishna oder noch so mal schon irgendwie da was ist? machen? Nee, Jo, ich kann ja, ich. klar. In Berufungen so eingehen, vielleicht kriege ich ganz viel Kohle oder so, dann kann ich mir mein T20 kaufen. auf jeden Fall ist Krishna nicht da, nein. Aber ich kann noch mal jemand anders probieren zu erreichen. Ja, kannst du später dann machen und mir dann denkst Okay. Mann, ey. du? Oh, wie lange darfst du hier bleiben? Keine Ahnung, mir wurde keine Zeit gesagt. Echt? Nö, also theoretisch könnte ich mir jetzt eigentlich noch einen Picknickkorb holen, hier die Decke ausbreiten und dann geht er los. Ey, lol. Was haben die Jungs gemacht? Haben die Stress oder so? Oder alles cool? Ja, das hat sich scheinbar geklärt. Irgendwie beim Kokainfeld waren die oder so. Aber wurden jetzt nicht irgendwie. Also soweit ich weiß nicht, weil ich habe danach nochmal Chips angerufen. Ja. Geschrieben, ob alles okay ist und meinte ja, wir sind jetzt wohl irgendwie an der Animal gewesen vor 20 Minuten. Aber mit den Cops ist nichts gewesen. Muss mich ein wenig fit halten. Tu ich gerade mit satten Boxen. Alter, Dennis, kannst du mir einen Gefallen tun, Mann? Welcher? Du bist doch gleich raus, oder? Ja. Ja, kannst du ihm dann deine Nummer geben? Natürlich. Warum? Ja, dann will ich die haben.
Also. Der ist echt cool drauf, so. Okay. Oh, der ist genauso doof wie ich, Mann. In manchen Sachen. Hat ein Fahrrad geklaut. Den Kopf beleidigt. Bin ich doof. Und ich hab auch gar keinen Abschluss. Ja, weiß ich. Die Cops auch nicht. Deswegen. Der war gut. Du könntest auch hier arbeiten. Weißt du bist doch. Witzig. Ja, du auch, Mann. Aber wenn ich hier arbeiten würde, wäre ich Polizeichef. Ja, auf jeden. Und dann würdest du mich immer rauslassen. Weil ich überqualifiziert bin. Ja, richtig, Mann. Ich glaube, mir tun die so Verrückte an, ey. Ich würde direkt durchbringen, dass die mit der Lederjacke als Uniform rumlaufen. Ja, musst du vielleicht mal umziehen oder so. Der Bart wäre doch cool mit Lederjacke, oder? Oh Mann. Der hört gar nicht zu, der ignoriert mich. Wer ignoriert dich? Der Polizist hier. Ja, musst du so machen. Weißt du, pfeifen danach. Und dann rufen, dann kommt er meistens. Die hören ein bisschen Bello. Schlecht, weißt du? Mein Hund rennt weg, hört besser. Ja, auf Fifi lernt auch noch. Dann sollten wir den auch rennen weg nennen. Ja, der hat schon versucht, ein bisschen meine Sprache zu lernen, Mann. Ja, so schlecht ist er noch nicht. Ja, was hast du heute noch vor? Keine Ahnung. Picknick beim Knast. Picknick beim Knast. Wissen die Jungs Bescheid? Dass ich hier bin? Ja. Nee, gerade nicht. Wissen die, dass ich hier bin? Ja. Na, Chips weiß es. Jay weiß es. Ja, Chips, klar. Von gestern. Ja, Jay weiß es. Wissen die auch, ja. dass ich die... Wie hoch meine Strafe so war? Nee. Oh Mann. Obwohl, glaub schon. Ach Gott, ey. Ja, ist nicht ohne. Ja. Aber das mit dem Richter ist natürlich auch so eine Geschichte, ne? Alter. Ganz ehrlich, ich glaube, der hat ein bisschen übertrieben. Nee, der hat mir einfach unterstellt. Ohne ja, Scheiß. Guck, ohne Beweise. Nee, Mann, der hat gesagt, ich habe das zugegeben, obwohl ich nicht zugegeben habe. Ja, lächerlich. Vor allen Dingen bei... Wenn das Krishna hört, ne? Man muss ja so Schlussworte sagen und so ein Scheiß, ne? Ja. Da habe ich sogar extra nochmal gesagt, dass ich da unschuldig bin in den Punkten so, also mit Schießerei und versuchter Mord und so ein Scheiß. Ja. Und dass Aussage gegen Aussage auch steht und ja, deswegen ich in den Punkten auf unschuldig denkst. Also ich meine, ein paar Sachen habe ich ja zugegeben, wie zum Beispiel einen Führerschein habe ich nicht und so. Ich mein, ja, ja. Ist ja Fakt so. Aber das war schon, das war krass, als er das gesagt hat. Die ganze Zeit Einspruch, aber ich durfte keinen Einspruch mehr sagen. Du durftest keinen Einspruch mehr sagen. Ja, weil der Richter ja sein, keine Ahnung, was heißt das, was er da macht am Ende? Da zählt Einspruch nicht. Beim Urteil, Plädoyer. Oder was? Ja. Hab ich's mal gelesen. Ja, das kann sein. Plädoyer oder hast so. Du deinen Freund mal gezeigt, weil ich da an der Wand geschrieben hab? Nee. Was ist schon da, Kops? Ist blöd. Ja. Mit K, O, P, B, S. Oh, das war ein B. Ah. Das ist ein B. B, S. Kopf. Genau, dann sind oder ein P, L, Ö, T. Ja. Aber da nicht ganz unrecht. Ja. Das Schreiben musst du noch ein bisschen lernen, Mann. Wieso? Ja, das ist ein bisschen falsch, aber man kann es lesen. Ich habe so geschrieben, wie die Polizisten schreiben. Hast du eigentlich gelesen, dass da hinten auch so ein paar unterschrieben haben, ich war hier und so ein Scheiß? Ja. Hast du da dich dazu geschrieben? Ich hab hingeschrieben, wer das liest, ist blöd. Das ist auch nicht schlecht. Das liest ist blöd. Wieso hat er dir eigentlich einen Stift und so gegeben? Ja, für den Seifentyp da. Und wieso hast du einen Seifenspender bekommen? Ja, weil der meinte, dann habe ich einen Freund, mit dem ich reden kann, ich soll ein Gesicht draufmalen. Alter, ich habe sowas gestern nicht bekommen, ey. Kannst du mal sehen. Ja, und ich bin länger drin als du. Hast du zu böse geguckt? Nee. Doch. Alter, ich kann nicht böse gucken. Ja, du kannst noch nicht mal den Jedi-Trick. Jo, den kannst du auch nicht machen, sonst werden wir hier raus, oder? Wir müssen üben. Ja. Ihr habt euch schon gut unterhalten. Ja. Du bist gleich raus, glaube ich, oder? Warte, ich schau mal hier auf dieser Uhr, die da hinten ist.
Ich hab, kannst du auf die Uhr gucken? Jo. Wie lang noch? Jo, ich glaube 4 Minuten oder so. 4-mal schlafen, ja, sauber. Ich bin gar nicht müde. Nee. Hoffentlich haben die mein Kettke ausgestellt. Ja, das ist bestimmt weg, ey. Dann kriegen die was auf die Fresse. Und ich möchte meine Piratenpistole wieder haben. Piratenpistole? Ja. Die Holzpistole. Ja, die kriegst du bestimmt nicht wieder. Ein Replikat war das. Heute machen wir was Entspannteres, oder? Naja. Kriegst du nachher jetzt mal eine Massage. Oh, yo. Das wäre geil. Oh, und vielleicht kannst du ja den Krishna noch erreichen. Dann kann man heute Abend mit dem reden, so. Ja. Bad? Hatte ich vor. Steht auf jeden Fall auf was meiner To-Do-Liste heute. Ja. Das wäre nicht schlecht. Haben die Jungs noch irgendwas vor heute? Oder? Ich weiß es nicht. Alles klar. Ist MJ nicht da, Mann? Ich hab vorhin nochmal probiert, ihn anzurufen, da war er nicht da. Ja. Dann habe ich halt so durchgerufen und dann habe ich halt erstes mit Chips telefoniert. Da hieß es, ja, die ist wohl am Kokainfeld und. Scheiße. Ja, da bin ich da hingefahren und hab dann nur die sämtliche Einheiten gesehen, ey. Und was ist für mein Auto krieg ich erst wieder, wenn ich einen Führerschein gemacht habe, Mann. Dann müssen wir dir wohl einen Führerschein besorgen. Ja. Weil das ist nicht nur dein Auto, sondern wahrscheinlich auch der Baller, oder? Scheiße. Ey, yep. Ja. Verdammt. Alter, ich hab gar kein Auto mehr, Mann. Richtig. Hopp, brauchst du ein Fahrrad? Ich klau dir eins. Ja, ich hab auch ein BMX, Mann. Du hast so ein besseres als ich. Ja, kann ich dir gerne mal ausleihen. Alter, hast du gar kein Auto, oder was? Nein. Ich hab nur mein Geld ausgegeben für... Seit wann bist du denn im Start, Mann? Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe unter der Brücke. Bin heute das erste Mal wieder richtig unterwegs gewesen. Ja, und du hast kein Auto, keine Kohle? Nein, nur Pistolen habe ich gehabt. Ja, das war auch das erste, was ich gekauft habe. Eine Waffe, Mann. Und dann habe ich die Pistole vom Kopf gehalten und habe gesagt, gib mir dein Fahrrad. Wird auch das erste sein, was du nachher wieder kriegst. Jo, Alter. Ah, okay, vielleicht nicht ganz das erste. Ja, was dann? Achso. Ja, ich glaube, ich habe gerade den letzten Tag vor mir. Jo, hoffentlich noch Umarmung und so. Ja, klar. Und dann frische Luft. Frische Luft, ja, definitiv, weil das stinkt hier echt ein bisschen. Herr Seppert, wenn ich raus darf, kann ich weiß aber nicht, ob das in den Zellen liegt oder. Umarmen? Warum nicht? Aber ich darf dir so einen High Five geben. Muss ich noch mehr Stufen und noch mehr Stufen. Ich glaube, du musst auch gehen, oder? Oh, was ist das denn? Mahlzeit. Jo. Ja. So, dann dürfen Sie einmal in die Zelle treten, bitte. Ich besetze die ganze Zeit die Zelle Nummer 1, ey. Naja, die Nummer 1 kriegt halt auch die Zelle Nummer 1. So. Gestern war ich ganz da hinten, ey. Jetzt gucken wir mal, Party. Ich bin nämlich nochmal so Kugelschreiber. Sie dürfen nämlich noch unterschreiben. Ja. Deswegen wurde meine Gerichtsverhandlung, weil eigentlich ist in der Zelle so. Und dann musste ich ins Gerichtsgebäude gefahren werden, weil hier einfach zu viel los war. Ja. Ja, war ein Ach ja, gut, dass du das sagst. Ich hätte das fast vergessen. Ist nicht. Ja. War ja auch nochmal mit dem Krishna reden, wegen dem. Naja, dieser eine Cop ist ja gegen mein Auto gefahren. Ja. Dann ist er mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug gefahren. Ernst. Läuft. Waren sicherlich auch irgendwie zur Klage. Naja. Oder zumindest eine Anzeige oder Schadensersatz oder so fordern. Ja. Problem ist immer so die Beweissache, ne? Aber der Kurz meinte, er sagt aus. Und das ist halt schon mal ein mega krasser Beweis. Ja, bei dir ist das dann natürlich was anderes. Außer er sagt, macht's dann auf einmal doch nicht. Schließen wir den einmal ein. Naja, je nachdem, denke ich mal, wie du dich jetzt hier über die paar Stunden noch so verhältst. Nicht frech werden. Ja, außer er ist nicht da. Als Pfützenreiter. Shepard? Ja, stimmt. Hast du mir auf den Pavlian mit auf? Kann ich gerne tun. Wie lange sitzt der? Der sitzt bis 15.05 Uhr. Ja, das kriegt man hin. Der kann nicht bezahlen. Ja, hau rein, Mann. Man sieht dich. Wir sehen uns. So. So. Na, der MacGyver. Ich sagen, der kann raus. Wie lange darf der Besucher hier bleiben? Ja, halt nicht. Der wird wahrscheinlich draußen sein. Oder irgendwo finde ich ihn wieder. Der ist schon cool. Ja, ich wollte halt noch wegen der Nummer, ne? Ja, weiß ich. Wenn ich mal diese Haftzeit. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So.
Ja. Also wir haben ihre Besuchszeit erledigt. Gerade mal verlängert. Wenn sie den Officer da hinten nicht irgendwie auf den Keks gehen oder was, dann können sie hier bleiben. Ich gehe hier gerade niemand auf den Keks eigentlich. Ich unterhalte mich nur mit ihr. Ja, danke, Mann. Vielen Dank. Kopfschmerzen! Jo, gute Besserung, Mann. Ich schon, sie rennen gegen die Wand. Die sind echt stark scheinbar. Alter. Also so starke Kopfschmerzen hatte ich noch nicht. Nee, der ich meine, das ist der erste Kopf, der bei jemanden hier länger stehen lässt. Ja, das ist auch nicht ganz. Vielleicht hat er ja auch was gegen den Kurz und deswegen wegen den Witzen nicht. Ja, das kann auch sein, Mann. Das kann auch sein. Das kann sein, ja. Ja, eigentlich Bezug sein. Wie lange darfst du eigentlich so bleiben? Keine Ahnung, die haben mir keine Zeit gesagt. Oh. Ich kann mir vorstellen, ich stehe jetzt hier ich bestimmt 10 Minuten, oder? Hallo? Was haben Sie denn eingestellt? Ja. Und, naja, wird jetzt nochmal verlängert. Vielleicht nochmal 10 Minuten, ich weiß es nicht. Hat sich erledigt, die Halter sind schon aufgetaucht. Komm. Alter, wie bist du eigentlich da weggekommen? Okay. Ich glaube, da reden wir jetzt nicht drüber. Ja, da auch gut. Meinst du, der hört das? Okay, dann habe ich jetzt meine Sache erfüllt. Ja. Okay. Glaube ich schon. Ich glaube auch. Weggekommen vom Eismann und so. Der da auch. Der da. Ja. Okay, gut. Mal gucken. Kann ich gar keine Sachen fragen, ey. Der bis 15:15 ungefähr. Mhm. Das stimmt wohl. Naja, kannst du schon, nur. Alter, eigentlich wollte ich nicht in allem die Erste sein. Ja. Seid ziemlich zielstrebig. Toll. 480 Monate, ey. Wenn ich das geschafft habe, mache ich 1000 Kreuze. Das glaube ich dir. Und so schlimme Sachen habe ich nicht mehr gemacht, ey. Ja, ich mache jetzt nochmal den letzten. Der eine Typ hat da oben gerade ziemlich umgeholfen. Welcher? Hallo, es war so einer mit schon weg sein. Blonderen Haaren. Ist er da rumgeheult? Ja. Naja, weil wohl. Irgendwie sollst du wohl hier. Wer ist das? Personaldaten und sowas gefälscht haben und so. Ja. Und dann außerdem soll er wohl von dir irgendwie. Oder von Freunden von dir. Mal ein bisschen was abbekommen haben, sag ich mal so. Freundlich ausgedrückt. Ja, und der Typ muss jetzt im Krankenhaus immer Physiotherapie machen und so. Mhm, klar. Ja. Ja, das Problem ist halt, dass es nicht stimmt so. Sitzt ja total unschuldig. Also nicht wegen allem, aber ein paar Sachen stimmen ja. Ja. Aber die krassen Sachen nicht, Mann. Geh mich auf. Ja, ich hoffe. Die konnten nicht mal bewiesen werden, ey. Ohne ja, Scheiß. Ich hasse diesen Richter. Ja, ich hoffe, dass wir heute Abend Krishna erreichen. Ja, ich auch. Dann unterhalten wir uns erstmal in Ruhe mit dem. Das wird lustig. Echt nervig. Alter, ich hoffe, ich krieg so viel Kohle. Wieder. Für den C20. Wahrscheinlich entschädigt das das nicht mal, ey. Ach ja. Da ist so viel falsch gelaufen an dem Abend, ey. Ja. Wäre der da gewesen, ohne Scheiß, ich glaube, ich wäre schon längst draußen. Wenn irgendein Anwalt da gewesen wäre, egal wie gut oder wie beschissen der gewesen wäre. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also auf jeden Fall, denke ich mal, nicht so lange. Alter, weißt du, wie schwer das ist, sich selbst zu verteidigen? Ich fand, ich habe es gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe die ganze Zeit immer Einspruch eingelegt und es wurde immer stattgefunden. Naja, ich wollte ja eigentlich auch mit rein bei der Verhandlung. Ich war im Justizgebäude, aber mir wurde halt die Tür zugemacht, abgeschlossen. Ich kam nicht rein. Ach so. Du durftest nicht zuhören? Ja, aber nee, da war gar keiner. Ich durfte nicht zuhören. Der Zeuge durfte auch nicht zuhören. Ja, ich habe sogar gefragt, ob jemand dabei sein darf. So ich weiß noch. Wie lange muss er jetzt sitzen? Entschuldigung? Ja, laut. Jetzt hab ich's vergessen. Herr Blake, 18 Monate obendrauf, aber ich meine, der ist zu schnell gefahren. Ich meine, lass den 20 Monate sitzen. Bitte? Genau, ob ich jemanden habe, mit dem ich mich besprechen darf, aber der durfte nur Anwalt sein. Wow, okay.
Und weil ich finde, es ist sowieso schon super schwer, sich alleine, wenn du da bist und nicht so viel Ahnung hast, das zu machen. Und immer besser, wenn du noch jemanden hast, noch so, der mitdenkt. So. Ja, das reicht. Weil wir sehen beide nicht so aus, als hätten wir studiert oder so. Von daher. Mann, ich hab das Buch ja in die Hand gedrückt bekommen, so. Und dann hast du durchgeblättert, oder was? Ja, das habe ich noch hier in der Zelle bekommen, hab durchgeblättert und so einen Scheiß. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir die Belehrung gar nicht gesagt worden ist, so. Und einiges andere nicht. Ich kann mich nicht mal vorbereiten. Überhaupt nicht. Ein paar Sachen habe ich ja gesagt und Einspruch habe ich auch immer reingeschmissen, so, aber. Ja. Anwalt sein ist schon schwierig, Mann. Das glaube ich echt nicht ohne. Vor allen Dingen hast du halt da auch noch einen gewissen Druck auf dir, ne? Ja, ja. Ach ja, ey. Vielleicht muss ich mal so ein bisschen von Krishna lernen, falls ich mich irgendwann mal selbst verteidigen muss, ey. Beim nächsten Mal ist dann besser. Aber weißt du, was scheiße ist? Du hast ja den Staatstypen da, der gegen dich ist. Dann hast du einen Richter, der ja eigentlich neutral sein sollte. Aber wenn der auch gegen dich ist, dann hast du halt die Arschkarte, so. Was willst du denn da machen? Hast ja keine Beweise und keine Zeugen. Das ist, wie es abgelaufen ist. Und dann hat ja nicht mal jemand Protokoll geführt. Kam gerade ein Anruf rein, aber sie haben es mir noch nicht abgenommen. Das heißt, keine Beweise und so ein Scheiß. Ja, ja, alles gut. Ja, das ist lächerlich, finde ich. Ja, richtig. Das heißt, er kann sagen, ich habe das und das und das und das und das gesagt, obwohl ich vielleicht gar nichts gesagt habe. Ja. Ich meine, wen glaubt man eher, einen Richter oder mir? Ja, dem Richter. Ja, richtig. Naja, ist jetzt so. Ach man, ey. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich den Tag über machen soll. Arbeiten, naja, kann ich nicht. Scheiße. Ja, aber du kannst von links Mulo oder so einen Scheiß leihen. Ja, ich habe auch keine Lust. Du hast keine Lust? Steine zu kloppen. Ja, da ist bestimmt viel los, oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir das auch vorstellen. Ja, dass die Routen ja zu sind. Ja, war da heute, also vorhin schon mal kurz. Mal ein bisschen was eingesagt. Hast du ihm eigentlich schon eine SMS geschrieben? Wem? Krishna? Nee, noch nicht. Das ist doch euer Anwalt, oder? Ja, also wessen Anwalt ist er nicht, sag ich mal so, aber... Ja, es muss auch mehrere geben, ohne Scheiße. Ich habe gestern keinen erreicht außer ihn. Ja, es gibt auch mehrere. Ich habe zum Beispiel noch einen Sean O'Sullivan oder so. Ja, den habe ich auch. Ja, und dann gibt's halt, glaube ich, auch noch den McCown oder so. Ja, okay, aber gestern war auch super spät, Mann. Ja. Wie sagst du das? Ja, du schläfst in letzter Zeit auch nicht so viel, Mann. Woran das wohl liegt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch irgendwie nicht. Aber es lohnt sich ja, von daher. Schreib Krishna mal eine SMS. Jo. Jo, der hat doch noch gestern Conne verteidigt gehabt, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der war auf jeden Fall, als ich hier hier drinne war so, war er noch da. Also. Alter, wenn ihr später irgendwas macht, ne? Ja. Ich bin auf jeden dabei, mir egal was. Irgendwas Schönes. Ja, wir machen heute nur schöne Sachen. Nur schöne Sachen? Ja. Alles klar. Ich meine, das Wetter kriege ich auch nicht mehr mit. Den Sonnenschein und so. Also das Wetter war gerade extrem warm. So, und sonnig. Echt? Ja, extrem. Ich hab keine Ahnung. Also es könnte regnen, ich muss nicht mitbekommen. Bitte? Ja. Die wurde verlängert. Mhm. Pff, ja, unbestimmte Zeit, bis ich dann irgendwann in Feierabend gehe. Hm. Du darfst so lange bleiben, wie du willst. Sehr gut. Findest du hier gut an? Ja. Ich auch. Denke mal so Viertel vier, denke ich. Alles klar, habe ich so mit. Bringen Sie den Herrn dann vorher noch raus? Bevor Sie in den Feierabend gehen? Ja, kann ich machen. Alles klar. Alter, so lange so bleiben? Danke. Du musst aber nicht so lange bleiben. Ich hab eh nix vor. Das ist eh nix vor. Nee.
Außerdem mache ich dir doch den Aufenthalt so entspannter. Ja, das stimmt. Oder angenehmer. Ja, ich habe mal eine Frage, Officer. Bitte? Darf man auch so ein bisschen mal rauslaufen irgendwo? Rauslaufen? Ja, frische Luft schnappen und so ein Scheiß. Haben Sie denn auch irgendeine Bewaffnung? Irgendwas? Nee. Haben Sie nicht. Wunderbar. Warten Sie mal kurz. Wow, und wenn es der Hinterhof ist oder so? Ja, überlegt mir gerade. Wir sind ja doch allein. Nee, warte. Alter, das wäre so toll. So. Haben wir unsere Spezialhandschellen. Ja. Könntest du dich mal Richtung Tür drehen, die Dame? Nee, komm so ruhig zur Zelle. Jo. Richtung Tür, ja. Wunderbar. Warten Sie kurz. Der Schlüssel passt hier. So, dann mache ich mal an Ihren ein Beinchen. Und das andere Beinchen. Ja, Sie können jetzt noch laufen. Sieht ein bisschen ulkig aus jetzt. Aber das passt soweit, ja. Ein bisschen laufen können Sie noch. Alter, wie cool. So, gehen wir hinten raus. Achso, hinten. Kommen Sie mit? Der Besuch kann ruhig auch mitkommen. Hatte ich vor. Ja, soll ja auch ein bisschen Sonne abkriegen, ne? Ja, richtig. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter ist. Also wenn es jetzt regnet, wird ärgerlich. Ja, er hat gerade gesagt, es ist schönes Wetter, Mann. Wenn es regnet, Mann. So. Alter. Ja, das ist schon geil. So. Bisschen frische Luft. Jo, und die Sonne. Ja. Ich würde jetzt schreien Freiheit, aber das ist nicht. Was haben sie denn gemacht, dass sie so lange sitzen müssen? Lange Geschichte. Lange Geschichte. Ich hab Zeit. Ich glaub, sie auch. Jo. Also laut dem Richter habe ich alles mögliche gemacht, aber das stimmt nicht alles. Von wegen mit versuchten Mord und so ein Scheiß. Mord? Jo. Okay. Also von wegen mit Fahrerflucht und Ausweis gefälscht. Ja, das stimmt mit dem Ausweis gefälscht. Das ist ja kein Geheimnis. Mit dem Namen und so weiter. Und ja, dann angeblich hätte ich die Waffe auf jemanden gerichtet und abgeschossen. So. Aber das habe ich nicht gemacht. Und der Richter meinte, ich hätte das zugegeben. Deswegen bin ich noch länger hier. Okay, und haben sie aber nicht zugegeben, oder wie? Nee, Mann. Aber ich hatte ja keinen Anwalt, wer soll mir das bezeugen, so. Sogar der Kurz hat gesagt, ich hab's nicht gemacht. Also, ich hab's nicht gesagt. Na gut, vielleicht könnte er im Nachhinein nochmal was machen. Jojo, ich gehe auf jeden in Berufung. Vielleicht sagt der Kurz ja auch aus, oder so. Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber 480 Monate ist ja schon... Ja. Schon eine Zeit. Aha. Ist ja bald rum. Die Hälfte habe ich schon so. Die Hälfte? Ah, je. Ist absolut eigentlich nichts zum Lachen, aber... Nee, aber... Ja, 480 Monate ist schon eine Hausnummer. Ja. Hab gehört, das war noch nicht so oft. Nee, könntet jetzt das erste Mal. Ja, habe ich auch gehört. War ja irgendwie klar. Nö, also ich hätte eigentlich, so gedacht, von dem Platz einer macht das Ding voll, aber... Hallo, wir sind doch voll zahm und so. Ja, zu mir schon, ja. Also, ich hab mit ihnen keine Probleme. Ich habe ja auch nichts gemacht, so. Ne, eben haben sie ja gesagt, ein bisschen was haben sie gemacht. Jojo, klar, aber nicht so schlimme Sachen. Ich glaube, hätte ich einen Anwalt so gehabt, dann wäre das nicht so gelaufen. Ich meine, wenn man sich selbst so ein bisschen verteidigen muss und dann kennt man sich damit nicht so krass aus, so. Schon schwierig, Mann. Ja, sicherlich. Naja, aber Herr Shepard, Sie sind ja auch einer der wenigen Cops, mit denen sich wirklich reden lässt, ne? Ich sag mal, jeder kann mal Fehler im Leben machen, ne? Ja, ja. Wichtig ist, dass man so nicht 10-mal am Tag macht, ne? Ja, dann ist klar, dass man... Nee, hab ich nicht vor, dann bin ich ja dauernd hier. Ja. Bin nicht so schön wahrscheinlich. Nee, das habe ich, da habe ich auch keine Lust zu. Nö, wie gesagt, es gibt halt verschiedene menschliche Charaktere, ne? Ein Mensch ist halt, mit dem kann man reden, und gibt halt Leute, mit denen kann man ein bisschen weniger reden.
Ja. Aber ich denke, das macht ja halt der Mensch halt irgendwo aus, ne? Ja, richtig, klar. Kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Kopf an, ne? Ja, ist richtig. Manche sind ganz cool so und manche halt nicht. Wer ist denn nicht cool? Viele. Haben sie da einen Namen? Nee. Ich weiß irgendwas mit der Nummer 70, aber 73, 70. 76, keine Ahnung, Mann. Hm. Aber Namen haben sie da nicht? Nee. Anscheinend nicht. Nee, hab ich nicht. Ich hab gerade überlegt, aber... Ich merke mir immer nur die Zahlen so. Und nicht mal die. Aber wenn, dann die Zahlen. Boah, es gibt keine 76, deswegen wundert es mich. Ja, dann war es 73. Gibt's eine 73? Nee. 72? Eine 72 gibt's ja. Ja, okay, aber das wäre jetzt auch raten. Wie war es, die 72? Dann weiß ich muss mir die angucken, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß. Das ist schon voll lange her, ich hab's schon fast vergessen. Was hat denn die 72 gemacht? Das habe ich auch vergessen. Ich weiß nur, dass es uncool war. Okay, gut. Alter, ich bin nicht nachtragend, Mann. Nicht? Nee. Ja. Irgendwann vergesse ich das. Was haben sie denn da gemacht? Wissen sie das nicht mehr? Ich glaube, ich bin Fahrrad gefahren. Auf dem Highway mit dem Fahrrad gefahren? Jo. Ja, ja, da war ich. Nee, also, da war noch jemand anderes. Ja, das war die 07. Das kann der Herr sein. Down. Also, der Kollege hat sie auf dem Highway getroffen, hat sie ins PD geliefert und da habe ich auch den Aufpasser für sie gespielt. Ja, das kann sein. Oh, scheiße. Ja, war ich mit den Herrn Down da. Welche Nummer hast du? Die 21. Nee, da war aber eine 70 noch dabei. Ja, das war die 75, das war der Herr Recker. Ja, das kann sein. Die Nummer 31? Nee, die gibt's nicht, die gab's früher mal. Die hat immer der Herr Grissi gehabt. Alles klar. Ja, da war das die 75, die fand ich nicht so toll. Ja, das war die 75. Der sitzt auf dem Halbe mit dem Fahrrad gefahren. Und da waren sie, glaube ich, ein bisschen patzig zu den Kollegen und dann hat er sie eingesackt. Ja, richtig. Und dann hat er sie ins Revier gebracht und da stand ich dann hier mit den Herrn Down und hab auf sie aufgepasst. Ja, da war ja was. Ja. Alter, und das hat mir übrigens der kurz unterstellt, ich bin sehr krass kriminell. Obwohl das nur mit dem Fahrrad war. Also mit dem Fahrrad auf dem Highway fahren. Ja, das war ja jetzt nicht so mega schlimm. Ja gut, ich meine, es ist natürlich eine Straftat, ne, aber ich meine, jo, aber nicht so eine... jo, es gibt schlimmere Sachen. Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad auf dem Highway fahren ist schlimm, weil sie sich natürlich selber gefährden und natürlich andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr. Ich finde es aber schlimmer, wenn Leute mit 300 durch die Stadt fahren. Ja. Also, finde ich persönlich. Ja klar, ich überfahre ja mit dem Fahrrad niemanden. Nee. Im schlimmsten Fall werden sie überfahren, was natürlich schlimm genug ist. Definitiv. Natürlich halt auch den Autofahrer. Ich hatte ja kein Auto oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, ist natürlich schwierig, ne? Wenn man da irgendwo nach Sandy Shores hoch muss oder zurück. Ist natürlich schwierig, ne? Da führt halt meistens, ne, nimmt man den schnellsten Weg und ist Tatsache der über dem Highway. Ja, auch richtig, deswegen bin ich da lang gefahren. Und dann hatte ich ein Taxi. Mit Sirene. Ja. Damals fand ich das aber nicht so lustig. Heute schon. Fahren eigentlich Cops auch mit dem Fahrrad? Ich habe das mal gemacht, ja, tatsächlich im Sommer. Im Dienst? Oder ja. Nicht im Dienst? Ja, ja, im Dienst. Also ich bin mit dem Fahrrad quasi, hab Fahrradstreife gemacht in der Stadt. Ja, in der Stadt kann man das eigentlich auch gut machen, so Meeting Point oder die ganzen... wie cool. Ja, das habe ich auch gemacht. Alter. Aber da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Wie gesagt, wenn dann die Autofahrer mit ihren 300 Sachen kommen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Kommen Sie mal kurz mit rein. Ja. Wir können gleich wieder rausgehen, ich muss nur den Herrn kurz rauslassen. Draußen ist doch viel schöner, oder, als drinnen? Ja, Freddy? Okay, bin auf dem Weg.
Ich bin auf dem Weg. Gleich. Froschquetscher? Fragezeichen? Nee. Nicht? Ja, Froschquetscher. Nee, ich muss ein Auto kaufen. Achso. So, gehen Sie mal den Kollegen hinterher. Alles klar. Sie haben mein Telefon noch? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Gut, dann. Ja, ich komme später wieder. Ja, wenn du darfst, ne? Ja, ich denke schon. Danke den Kollegen einfach nachher. Der Shepard hat gesagt, Sie können nochmal. Alles klar, mache ich hier Shepard. Danke. Mega korrekt, ne? Na klar. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag und bleiben Sie sauber. Ja, ja, ich komme jetzt ins Auto. Ich denke mal, ich kann. Aber kein T20! Ja. Frischen Luft? Ja, was? Möchten Sie nochmal eine frischen Luft? Ja. So. Was kauft er jetzt denn für ein Auto? Das weiß ich nicht. Vielleicht für Sie, wenn Sie aus dem Gefängnis rauskommen. Ja, hoffe ich nicht. Warum? So eine schöne Geste. Jo, aber ich wollte einen T20 haben, der ziemlich teuer ist, Mann. Und ich hätte da einen Vertrag bekommen, aber ich glaube, ich habe mich dagegen entschieden. Ich hoffe nicht, dass er jetzt den Vertrag da abschließt. Hm. Was kostet so ein T20? 368.000. Puh, das ist schon eine stolze Summe. Ja, ich habe einen gefunden, der voll getuned hat. Und auch für den Preis verkauft, so. Aber es ist halt trotzdem super viel Geld, Mann. Ja, das ist auf jeden Fall, aber das ist dann schon ein Schnäppchen, ne, wenn er voll getuned ist. Ja, mein Porsche ist schneller. Porsche haben sie auch noch. Ja, für 46.000. Kostet eigentlich neu 80. Kann man nichts sagen, Mann. Ja, das ist ein super Preis. Jo, auf jeden. Davor hatte ich nur ein Fahrrad. Das habe ich gehört. Ja, was hast du für Autos? Meistens sind es nur Polizeiautos. Ja, keine. Einfach so zum Fahren? Naja, kein Geld für. Als ob, ihr verdient doch was. Ja, ich stelle nicht so viele Bußgelder aus. Ne? Probiert eher so auf die freundliche Kumpelart. Ne? Ein Du-Du-Du. Ne? In Hoffnung, dass die Leute sich doch mal selber an den Kopf fassen und vielleicht mal in sich gehen und sagen, vielleicht hat der Polizist nicht ganz so Unrecht. Hm. Ja, aber wenn er natürlich 5-mal am Tag über eine rote Ampel fährt, natürlich gut, dann ist natürlich blöd, ne? Da muss man halt irgendwann Bußgeld halt aufstellen. Aber ich sag jetzt mal, in der Regel probier es eher, ne? Erst am Mahn und dann gucken. Okay. Dann hoffe ich, dass ich immer auf dich treffe, so. Ja. So muss ich nicht so viel zahlen, wenn ich irgendwas Dummes mache. Boah. Wie gesagt, nicht jeder Kollege agiert gleich, ne? Ja, das ist deswegen klar. Deswegen kann man auch nicht jeden Polizisten über einen Kamm scheren. Auch wenn immer, weiß ich nicht, manche Gangs sagen, ja, die Polizisten sind alle Kacke. Da fühle ich mich immer ein bisschen beleidigt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das Problem ist aber, dass du öfters mal welche hast, die einfach rausstechen so. Und man denkt halt nicht danach, wer cool und wer nicht cool ist, sondern ja, man ist dann einfach so genervt. Da gibt es ja Kollegen, wie gesagt, die haben ja ein bisschen mehr zu melden bei der Polizei. Wie gesagt, zu denen kann man halt gehen und sagen, Mensch, passen Sie auf, die Dienstnummer so und so, die hat da Kacke gemacht, das fand ich nicht gerechtfertigt und dann kann man drüber reden. Ja, macht ihr das bei einer Gang auch? Wenn da jemand querschießt, dann heißt das auch sowieso auch, alle Gangs sind scheiße. Oder die eine Gang ist scheiße. Nö. Geht da immer relativ unvoreingenommen ran. Okay. Aber das ist auch selten. Ja, finde ich, man muss vor, ja, weiß ich nicht, man muss das so machen, meiner Meinung nach. Ja, Rhea ist gefesselt an den Beinen. So mit so einem Ding kann sie nur ein bisschen. Letztendlich muss man jeden Menschen gleich behandeln, ob er nun bei der Gänge schwarz, weiß, gelb, violett, pink. Ich finde, jeder Mensch sollte gleich behandelt werden. Ja, oder gar keine Farbe. Oder gar keine Farbe. Wie gesagt. Ja, das spielt ja keine Rolle. Ja, das stimmt. Was macht ihr eigentlich hier immer im Hinterhof?
Ja, hier, wenn wir neue Fahrzeuge geliefert kriegen, dann landen die hier. Okay. Da oben ist auf jeden Fall so ein Teil zum Hochklettern. Oder was auch immer. Ja, warst du schon mal hier auf den Dächern? Ja, sicherlich. Echt? Ja. Was ist da oben? Ein Helipad. Ah, okay. Da landen unsere Helikopter. Also kommt man da hoch? Da kommt man hoch, ja. Auch auf das da? Ja. Ist das alles komplett? Das ist alles komplett. Also man kommt aus dem, auf den, von den Innenbereich quasi, kann man die Treppe hoch, dann ist man auf dem Dach. Ja, können wir da hin? Da kommt man auf die Vordächer. Können wir gerne mal hinlaufen. Auf dem Dach ist eh viel cooler. Dankeschön, Backer. Spaziergang, Spaziergang. Nee, ich gehe kein Suizid. Ist bescheuert. Der ist wirklich cool. Warum liegt da Blut? Sieht eh keiner. Alter, alles zugeschlossen. Ja, sicherlich. Ja, da kann ja auch eigentlich nur Personal hin. Ne? Ja, ich gehöre schon fast dazu hier. Zumindest für heute. Ja. Das ist wohl richtig. Ja. Alter, steht ihr ja öfters? Nö. Das ist doch voll die gute Aussicht. Ja, das stimmt. Ja, kann man doch bestimmt runterschauen. Wenn man hier vorne schaut, dann sieht man den Eingang. Jetzt nur nicht runterfallen hier. Das wäre schlecht. Jo. Hier sieht man auch alles. Ja, ist richtig. Jo, bitte? Hallo? Ja gut, ich hab mich gerade einen Gefangener. Der guckt mich gerade mir... Ja, der guckt mir gerade Pedida an. Leute, sie ist an den Beinen gefesselt. Sie hat so komische Dinger, besser, wo man nur so langsam laufen kann. Sie kann nicht rennen oder so ein Scheiß. Läuft wieder. Hallo Yadi, Hallöchen. Ja, also, alles wieder super. Nee. Genau, Fußfesseln. Da kann man nicht einfach mal so weg. Also würde ich hier mir mega wehtun. Ja, nee, glaube ich das schon. Aber vielleicht vertrage ich da irgendwas drin nicht. Ist ja nicht schlimm. Achso, da standen welche? Und sonst so bei euch? Ja, das ist richtig. Weiß nicht, müsste ich mal mit der Polizeileitung sprechen, ob es da eine Zwischenlösung gibt. Ja, hey, kann mal die Polizeiführung fragen, ob es da eine Zwischenlösung gibt. Kann ich dir wahrscheinlich dann morgen mal Bescheid geben. Ja. Frage auf jeden Fall mal nach. Ja gut.
Ich will gerade auf dem PD da. Ja, es ist mal ein bisschen aufbrausend, ne, die Dame, aber das passt schon. Ja, ja, ich bin gerade ganz lieb, Mann. Mhm. Aber ja, so wie der Wald reinschaltet, so schaltet es zurück, ne? Sagt man immer. Hm, weiß ich nicht, also ist ja von euch irgendeine Freundin oder so, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube vom Logan oder so, heißt der Logan, ja, ne? Ja, was? Vom Logan, die Freundin, glaube ich. Ja. Ja. Aber es ist ja, bis jetzt ist er ja relativ umgänglich. Bis jetzt finde ich relativ umgänglich. Ja, ja. Ja, die hat ja nicht mehr so lange. Ja, ein bisschen hat sie noch, aber. Ich weiß nicht, ob die Kollegen ihr da ein bisschen entgegengehen, denn das weiß ich nicht. Oh ja, bitte. Ich bin gerade echt nett. Ja, so ist er. Friedlich und denke, wie gesagt, möchte da Berufung gehen und mal gucken. Nee, also ich hab da auch, ich weiß auch nicht, was da mit dem Richter wohl war, keine Ahnung, hab ich nicht auf dem Schirm. Ich war ja nicht dabei, aber wie gesagt, die Polizei kann ja dafür, ja, mehr oder weniger am wenigsten denn, wenn der Richter da halt vielleicht irgendwie was, ja, nicht berücksichtigt oder weiß der Geil was, oder dafür kann ja die Polizei in dem Sinne nichts, ne? Das kann man aber dann ja zivilrechtlich halt einklagen. Jo. Das werde ich auch tun. Ja, wir können ja auch nur nach der Beweislage halt handeln, die wir in dem Fall halt haben. Und wenn der Richter das halt irgendwie anders sieht, so dann. Ja, da kannst du mit einem Heli drauf. Ist ja nicht unser Bier. Wir entscheiden ja nicht. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Hm. Erster Kaffee ist weg. Wir müssen nicht mehr lange, oder? Ja, ich frag da mal nach und dann kann ich dir auf jeden Fall mal Bescheid geben. Ja, ich weiß ja momentan die Situation, weil du siehst, ist ja ein bisschen schwierig. Mal gucken. Bitte mich nicht zu äußern, aber ja. Ja. Wir haben auch den noch einen schönen Feiertag. Noch ein bisschen. Nicht ganz bis 18 Uhr. 17 Uhr. Na dann. 50 oder so. Jo, ciao, ciao. Ja, komme ich früher raus vielleicht? Das kann ich nicht entscheiden. Müssen die Kollegen halt entscheiden. Wer entscheidet also das denn? Fall. Wenn dann der Herr Kurt, ne? Ich glaube, der war derjenige, der den Fall bearbeitet hat. Oh shit, ja, den habe ich ein bisschen geärgert. Also der könnte sowas entscheiden, also ich kann das nicht entscheiden. Aber ist der Kurt, der ist doch weg, oder? Nö, ist glaube ich noch im Dienst. Ja, aber ich meine, der ist nicht hier. Also vorhin war er da und jetzt ist er weg. Hm. Naja. Müssen wir mal schauen. Ja, da drüben ist auch die Cop-Garage, oder? Ja, genau. Kann bestimmt von hier auch sehen. Also hier kann man ja alles sehen. Hier kann man viel sehen, auf jeden Fall, das stimmt. Ist ja angenehm. Hier ist die vordere Garage. Theoretisch könnte man da halt runterkrabbeln und dann kommt man auf die hintere Garage dann. Ja. Das wär möglich. Wurde die schon mal im PD angegriffen? Ja, wurde schon mal. Echt? Ja, standen die dann auch auf den Dächern? Habe ich da einen Heli? Alter, darf ich jetzt Heli fliegen? Nee. Ja, komm, die nicht wegen mir? Das ist der Kollege. Ich glaube, das ist nicht wegen ihm. Hier bin ich. Ey, der ist aber auch voll korrekt, Mann. Und ich darf aufs Dach und alles, also von daher. Also ich glaube, da wäre jeder nett.
so süß. Hm. Ja, da ist ja kurz, oder? Ja, ist richtig. Ja, da, wenn man vom Teufel spricht, so. Mhm. Also wenn ich Arsch ja, wie gesagt, also ich kann das nicht entscheiden. Ist nicht mein Fall. Jojo, kein Stress, so. Genau. Wollen die nicht aussteigen? Aus. Ja, was geht? Warum rennen sie hier am Dach rum? Ich renne nicht auf dem Dach rum. Ich habe Fußfesseln an und deswegen laufe ich auf dem Dach rum. Ach so. Die kann nicht laufen, also die kann nicht rennen. Die hat Fußfesseln an. Ach so. Wollte mal ein bisschen das Wetter genießen. Dachte mal so nach. Wie lange waren sie da drunten? Über 200, 300 Monate? Ja, ja, über 200 Monate dachte ich mal, kriegt sie mal ein bisschen Auslauf. Ja. Ja, ist okay. Ja, ja, mein Bein geht's auch schon besser. Ich so. Das ist gut. Das Bein, wo reingeschossen wurde. Mhm. Gezwungenermaßen, ja. Gibt noch Salz rein und so. Salz? Ja, in die Wunde. Ihren Kopf rein. Alter, und was? Ja, genug Salz. Gut, wir müssen weiter, wir haben Dinge zu tun. Ja, ich versuche mich zusammenzureißen. Mhm. Ja, und da soll man nett bleiben? Ja. Mhm. Na. Ganz kurz. Muss mal drüber stehen. Fifi, aufpassen auf dich! Oh, scheiße! Kann man den noch fragen wegen kürzerer Zeit? Der kommt nachher nochmal zum Billy. Die machen ja da gerade Übungsstunden. Übungsstunden. Mhm. Flugstunden. Ja. Oh Gott, hoffentlich schützen sie nicht ab, ey. Der Kurz ist der Einzige, der das kann? Also mich früher gehen lassen? Nee. Herr O'Connor. O'Connor? Mhm. Das war wer? Was war? Alles klar. Und ihr habt echt so Flugübungsstunden so? Ja, wenn man einen Flugschein haben möchte, ja. Ja, hast du auch einen? Ich bin Ausbilder. Woher soll ich das wissen? Ja, deswegen habe ich es Ihnen ja gesagt. Und da muss man sowas können? Ja, wäre nicht schlecht, ne? Jo, kann ich Heli fliegen lernen so? Bei mir nicht, ne. Bei wem dann? Oh, bei den Kollegen, gegebenenfalls. Bin ich für Heli-Ausbildung zuständig. Also bei denen, die weggeflogen sind, so? Mhm. Also wenn ich Zeit habe, frage ich nach, ob ich da mal fliegen darf. Ja, wenn wir die Zeit haben und das machen, dann können sie das natürlich machen. Geht das mit Fesseln? Nee, mit Fesseln geht's nicht. Ja, man kann mich ja dranbinden an den Sitz oder so. Ja, nee, nee. Mal besser, wenn sie ihre Zeit abgesessen haben, halt, ne? Da können sie das gerne mal machen. Genau, ich darf dann fliegen hier. Aber für die Kollegen nichts dagegen, aber wenn sie zeigen, dass sie ein rechtschaffender Bürger sind, ne? Klar, warum nicht? Okay, sollen wir runtergehen? Ja. Oh Gott, ich fliege ganz sicher keine Heli, ich mache direkt einen Unfall und dann macht's puff. Kann man als Agent fliegen oder ist das egal? Kann man auch, ja. Jo, kann man oder müssen alle? Ja, also man muss schon einen Flugschein machen. Hm. Und wie oft wird so geübt? Ist unterschiedlich, je nachdem, wie man sich anstellt. Also diejenigen, die sich richtig dumm anstellen, die müssen öfters üben und so. Ja, das ist richtig. Ja, was geht, Mann? Oh, Frau Raus noch immer hier. Ja. Jo. Ich
Kennst du die Dame? Ja, natürlich. Oh. Ja, das war der Zeuge oder so. Das war der Zeuge. Ich glaube, der mag mich nicht. Thompson ist das nochmal schön. Genau. Ja, mach ich. Danke dir. Ich kann kein Kopf mehr werden mit Rhea. Das geht nicht. So, Wanze, dann mache ich Ihnen noch die Fußfesseln wieder ab. Jo. So. Einmal. Zweimal. So. Jo. Aber fühlt sich besser an.